Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Minecraft. So, jetzt habt ihr es geschafft. Wow, jetzt haben wir 16.000 Abonnenten erreicht und ich mache als Dankeschön ein Video, was ich eigentlich nicht machen wollte, weil ich jetzt tatsächlich etwas trailere, weil ich jetzt etwas zeige, etwas, was ich machen möchte, ein Projekt, was bald kommen wird. Und die Aufnahmen zu diesem Projekt sind noch nicht fertig, denn ich wollte ähnlich wie bei Hangman erst alle Aufnahmen fertig machen, dann das Projekt veröffentlichen und dann kommen die Videos dazu, wie es gebaut wird. Derzeitig habe ich schon 8,5 Stunden Aufnahmematerial, welches ich in ganz vielen Parts hochladen werde. Und es geht hierum. Stellt euch vor, es gibt eine Redstone World Version 2.0. Allerdings keine Welt, sondern die Redstone Welt ist ja quasi ein Haus. Ich nenne dieses Projekt die Redstone Villa. Das ist der aktuelle Baustand. Sie ist noch lange nicht fertig und das Endprodukt wird auch nochmal anders aussehen. Ich möchte versuchen, das in dieser Woche noch fertigzustellen, sodass wir ab nächster Woche die Videos dazu bekommen. Sobald sie fertig ist, werde ich nämlich ein Video machen, Download-Link raushauen, ihr könnt die dann selbst bewirren und daraufhin dann wird eine Let's Play-Serie anfangen, wo ich das hier baue. Ihr seht, wir beschäftigen uns mit der kompliziertesten Technik, die es so in Minecraft gibt, DMS-Systeme. Wir bauen die komplexesten Sachen. Ich werde jetzt allerdings hier nichts ausprobieren. Ich werde einfach nur mal ein bisschen herumfliegen. Und wenn ihr dieses Projekt geil findet, dann gebt dem schon mal jetzt einen Daumen hoch. Mich würde das nämlich mal interessieren, wie toll ihr das findet. Also, Daumen hoch für das Video. Auf jeden Fall, wenn euch das Projekt interessiert. Und dann wird in nächster Zeit dieses Projekt online gehen. Ja, also wir sehen viel, viel Technik. Ich werde jetzt aber nichts ausprobieren und ich werde auch nicht weiter mehr sagen. Vielen Dank für 16.000 Abonnenten. Schon wieder eine magische Grenze, die wir überschritten haben. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Ja, das da oben ist eine Uhr. Aber ich will euch nicht mehr dazu sagen. Also wie gesagt, es wird bald ein Video kommen, wo das Haus fertig ist. Dann könnt ihr es downloaden. Und dann wird die Let's Play-Serie dazu beginnen, außer mein PC fackelt irgendwie ab und die ganzen Daten gehen verloren. Aber wie gesagt, bis jetzt 8,5 Stunden Aufnahmezeit und das werden wahrscheinlich nochmal 8,5 Stunden. Das wird schon echt ein großes Projekt. Also freut euch schon mal darauf. Bis bald!